Hallöchen, meine Damen und Herren. Findet ihr, es fühlt sich nach arg viel Kopium an, wenn ich frage, was zum Teufel kocht Volvo da vor sich hin? Ich sag immer Stern. Das ist ja kein Stern, das ist ja Sonne. Weil jeder Stern ist ja eigentlich auch ein Stern. Direkt nachdem ich an den PC gegangen bin, habe ich Steam aufgemacht und es werden Updates geladen und ich sehe, heute 16.39 Uhr kam ein 401 MB großes Update. Schon wieder. Die vergangenen mittlerweile 3,5 Wochen sind ständig gefüllt mit solchen Updates, die hier nirgends geführt sind. Das letzte Update ist vom 18.01. Davor gab es aber schon diese 100, 200, 300, 400, 500 MB großen Updates, die nirgendwo hier drin stehen. Und ich finde, da fragt man sich zu Recht, was ist da los? Was wird im Hintergrund da eigentlich betrieben? Natürlich könnten das einfach Hintergrund-Updates sein zu Netcode, Maps, sonst was. Aber wenn man in die sonstigen Update-News reinschaut, ist eigentlich jeder kleine Furz perfekt dokumentiert. Wie zum Beispiel, dass auf Anubis mal wieder irgendwo Granatenclipping hinzugefügt wurde. Oder Löcher unter Türen gestopft werden. Und auch Updates zu Gameplay, Benutzeroberfläche und so weiter werden immer wieder hier aufgeführt. Selbst Updates am Subtick und auch am Netcode, ich weiß gerade nicht genau, wo das stand, hier irgendwo halt mit dabei, werden hier aufgeführt. Ich finde, dann ist die Frage, was da jetzt getrieben wird die letzten paar Wochen, halt gar nicht so weit hergeholt. Von wegen, ah ja gut, die machen halt grundsätzlich im Hintergrund Sachen, die man nicht mitbekommt. Klar kommen auch immer wieder Updates, die ein paar KB groß sind. Aber wenn halt ein Update 400, 500, 600 MB fasst, dann ist man ja eigentlich gewohnt, dass man öfters eben auch anpreist und sagt, hey, wir haben da was gemacht. Und für viele kommen dabei eigentlich nur zwei Sachen in Frage. Erstens, es ist irgendeine Überraschung, weil wie gesagt, normalerweise dokumentieren sie jeden kleinen Furz. Viele haben sich ja schon darüber beschwert, es kommt ein Update und der Update-Block ein Meter lang ist, wenn du runterscrollst und dir das durchliest. Du spürst aber in-game so gut wie nichts, weil sie so viel im Hintergrund machen, von dem du eigentlich eh nichts mitbekommst. Sperling hat dazu mal passend gesagt, wenn ich ein Update erst durchlesen muss, um zu wissen, was verändert wurde und ich in-game gar nichts merke, dann ist es so, naja. Also wie gesagt, Option 1, ist es irgendwas, womit sie uns überraschen wollen. Irgendwas. Fetter Kopiumhaft, ich weiß. Es könnten Maps sein, im Spielmodus, Skins, eine Operation, irgendwas. Viele sagen, und das behaupte ich auch, vor dem Major wird nichts mehr Großes kommen. Das Major ist jetzt im März, endet dann auch im März. Danach können dann die größeren Updates kommen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass davor was kommt, weil sie das früher auch nie so gemacht haben. Meistens kamen die Sachen halt dann, gerade wenn es größere waren, Operation und Pipapo, nach dem jeweiligen Major. Es kann natürlich sein, dass sie uns jetzt vielleicht mit einer Map oder irgendwas so ein bisschen bei Laune halten wollen werden, wie auch immer. Es könnte also in die Richtung Fun gehen, Content oder irgendwelche Updates, die man sich schon lange wünscht. Left Hand, wobei man dafür auch nicht gigabyteweise Updates braucht. Diese Updates über die Wochen, ich habe sie nicht alle gescreenshottet und mir jedes Update irgendwie gemerkt. Aber alleine vor 2-3 Tagen und heute waren es 400 und 400, also 800 MB. Und die Wochen davor waren es mehrere Male 400er, 500er, 600er MB große Updates, die gefahren wurden. Also ich behaupte jetzt einfach mal, so plus minus 2 bis 4 Gigabyte wurden hochgeladen und keiner weiß, was abgeht. Und 2 bis 4 Gigabyte ist ziemlich viel. Also wenn man bedenkt, wie groß die letzten Operations waren, ich glaube, die standen bei ein paar wenigen Gigabyte, dann kann das gefühlt alles sein, vom Content her. Jetzt fragt ihr euch natürlich aber, was ist Version 2? Version 2 wäre dann Anti-Cheat-Kram. Da weiß man ja, da muss Stillschweigen bewahrt werden. Also Anti-Cheat-Updates, die macht man nicht großartig öffentlich. Die werden einfach eingespielt und fertig ist der Lack. Da posaunt man eigentlich nicht großartig was heraus. Denn jegliche Information könnte bereits bei den Cheatern wiederum dazu führen, dass sie sagen, oh, okay, dann verwerfen wir unsere aktuelle Iteration und nehmen eine neue zum Beispiel. Damit, falls die entdeckt wurde, wir ganz sicher sind und mit der neuen halt wieder safe fahren. Deswegen muss da einfach Stillschweigen bewahrt werden. Es können natürlich auch schlicht und ergreifend Updates sein, die sie früher mit einer schriftlichen Ausgabe halt auch ausgeschrieben hätten, aber das jetzt halt einfach lassen und die einfach so reindrücken. Den einfachsten Fakt, den man sich aus der ganzen Sache rausziehen kann, ist halt, dass Valve wurschtelt. Also sie machen irgendwas, sie arbeiten am Spiel, um das Spiel herum und betreiben irgendwelche Updates. Es wäre natürlich schön, wenn es in Richtung Content, schon mal so als Vorbereitung, oder in Richtung Anti-Cheat gehen würde. Es kann natürlich auch halt, wie gesagt, irgendwas Belangloses sein. Und jetzt gibt es noch, gerade in Hinsicht der Anti-Cheat-Sache, noch ein kleines Schmankerl für euch, eine Verknüpfung. Vor kurzem dachte ich, ich bin in einem Fiebertraum. Ich war nachts noch am PC, ich glaube, das war nach einem Stream, und habe vor mich hingewurschtelt und habe in Steam halt Updates geladen. Und ich war halt dann wie immer am Ende, wenn man halt hier dann Clear All drückt, in dieser Sicht und sehe auf einmal, ich weiß, meine Facecam ist davor, aber es ist jetzt auch der aktuelle Stand, nicht das, was ich anspreche. Ich mache trotzdem mal die Facecam weg. Ich sehe hier dann auf einmal, dass hier Counter-Strike Source drin stand. Und jetzt kommt das Merkwürdige. Das Counter-Strike Source Update war über 1 GB groß. Und ich dachte sofort, hä? Okay, ich bin müde oder sowas, meine Augen sind alt und schwach. Ich hab mich verguckt. Also gehe ich rüber und drücke auf Play und Counter-Strike Source geht auch an. Und ich saß da und dachte, hä? Ich habe es leider nicht abgescreent, ich habe es nicht abgefilmt. Vielleicht hat jemand von euch dazu irgendwelche Hintergrundinfos oder ein Screenshot oder irgendwas. Ich kann euch nur sagen, es war über 1 GB groß. Ich drücke auf Play, weil ich dachte, die Bilder sind falsch, die Bilder sind kaputt hier. Das ist einfach wrong. Und dann bin ich in Source und ich dachte, warum gibt es so ein riesen Update für Counter-Strike Source? Dazu muss ich aber auch sagen, ich war seit Ewigkeit nicht mehr in Counter-Strike Source drin. Vielleicht gab es ja irgendwas Großes. Ich habe jetzt auch nicht extra reingeschaut. Aber wisst ihr was?
Das brauchen wir mal direkt. Ihr habt es aber eben gesehen, zu Counter-Strike kam auch ein Update zu 1.6, aber halt nur 25 KB groß. Das ist, was weiß ich, irgendwo was an der Schrift vielleicht gedreht oder sowas. I don't know. Ah ja. Counter-Stricken. Wo ist das krasse Update? Das sieht noch alles wie gewohnt aus. Kinder, habt ihr mal meine KT gesehen? 1.77? Ich habe ganz vergessen, dass es hier so ein Achievement and Stats Ding gab. The fuck? Es könnte natürlich hier irgendein Update gewesen sein. Ich war so lange nicht mehr drin, dass ich keine Ahnung habe, wie das hier, wie das davor ausgesehen hat. Aber über einen Gigabyte groß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine kleine Ansicht irgendwie Gigabyte groß ist. Ja, naja, also ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick zumindest nichts Neues. Aber kommen wir zurück zu meinem Gedanken dazu. Und zwar habe ich vor geraumer Zeit den Tipp bekommen, mittlerweile von 2, 3 Leuten, dass ich nochmal was zu Anybrain machen soll, ein Video zu dem Anti-Cheat. Und das wird auch noch kommen. Ich weiß, ich schiebe es schon seit Wochen vor mich hin, aber es kommen halt immer wieder hier tolle Sachen, über die ich dann doch zuerst sprechen möchte. Und bei dieser Anybrain-Sache ist es so, dass das so im ganz kurzen ein Anti-Cheat ist, das halt über KI die Spielweise überprüft und damit angeblich, das sagen sie von sich selbst, auch hardwarebasierte Cheats erkennen kann. Weil Menschen ohne Cheats so spielen und Menschen mit Cheats, egal welche Cheats, anders spielen. Und das erkennt das Programm und kann dann daraufhin bannen. Also selbst wenn man auf einem zweiten PC cheatet oder wenn man zwischendrin einen Controller hängen hat zwischen Maus und PC und dann mit dem Controller irgendwie ein Spread rausrechnet oder sonst was macht, einen Autoklicker oder sowas hat, dann würde das Programm erkennen und könnte die Leute dann halt fisten. Also so im ganz kurzen erklärt. Und dieses Anybrain Anti-Cheat ist seit 2023, glaube ich, ready und wartet jetzt darauf, in Spielen eingesetzt zu werden. Da war auch kurz CS2 einfach nur ein Bild, das wurde angezeigt, aber keiner weiß, wird das da genutzt oder nicht, wird das da rein genudelt oder nicht. Und dann kam ganz kurz der Gedanke bei mir, weil wiederum jemand eine Woche oder zwei davor gesagt hat, Counter-Strike Source ist übrigens extrem vercheatet, das war früher nicht so krass, aber jetzt ist es ganz wild. Die paar, die da noch spielen, wären graus, nur Cheater. Und dann kam ganz kurz zu meinem Gedanke, wo würde ich, wenn ich Valve wäre, dieses Anybrain zum Beispiel oder auch irgendwas Vergleichbares, testen oder unterbringen? In meinem aktuellen Spiel, das sowieso gerade so ein bisschen kockig darstellt, ne, weil kein Content und Cheater und nee. Oder mache ich es einfach in ein anderes Spiel von mir, das auf einer ähnlichen Engine, Source Engine euch, basiert und das aber nicht mehr so im Fokus ist. Und da war jetzt einfach nur mein Gedanke, es muss überhaupt nicht sein, aber da war mein Gedanke, dass sie da vielleicht irgendwas in Source gerade testen. Einfach nur ein Wild Guess, es muss nicht sein, es kann auch irgendwas anderes gewesen sein, aber ja. Vielleicht haben sie in der Hinsicht ja auch irgendwas so im Kochtopf gerade. Da ich aber nicht bei Volvissimo arbeite, habe ich halt keine Ahnung. Es sind einfach irgendwelche Guesses. Ich denke, da könnte so jemand, der in die Datendinger reinschaut, so ein Game-Follower oder sowas, wahrscheinlich mehr zu sagen. Auch zu den Updates, die die letzten 2, 3, 4, bald 4 Wochen halt andauernd nachgeschoben werden. Wobei wir bei uns auf unserem Discord-Channel einen Channel haben, der nennt sich CSGO Updates. Da werden eigentlich diese ganzen Teile abgegriffen aus der Database. Aber auch hier findet man die nicht alle. Zum Beispiel ist hier das letzte Teil von, keine Ahnung, ist das vom 22. Scheinbar. Und dieses 400 MB große Update kam jetzt am 1.2. oder 2.2. beziehungsweise am 2.2. heute Nacht. Also heute Morgen während des Streams war das noch nicht da. Also muss es heute gekommen sein, am 2.2.24. Und das ist jetzt, aber gehört ja hierzu, oder? Ja. Man darf also auch weiterhin gespannt sein. Übrigens auch auf das heutige Giveaway im Livestream, und zwar dieser StatTrak M4A4 in Living Color, die wir von TubeU geschenkt bekommen haben. Vielen, vielen Dank an dich, TubeU. Ein richtiger Macher und Gönner. Die gibt es heute im Livestream. Also wer die abholen möchte, kommt dann gerne heute ab 20 Uhr in den Streamericht. Das fängt jetzt schon bald an. Es ist schon 18 Uhr, bei mir jetzt gerade 18.03 Uhr und ich bin noch in der Aufnahme. Shit. Ihr könnt natürlich sehr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von meinen Gedanken haltet. Irgendwas wird es auf jeden Fall sein. Logischerweise fahren sie kein 400-Megabyte-Update, in dem nichts drin ist. Irgendwas ist es. Das wäre es dann soweit wieder gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Wie gesagt, wir... Vielen lieben Dank für den Einkauf bei Holy. Ich muss euch das eigentlich mal... Das ist schon vorbei. Wenn ich hier auf den Browser den gebe... Nee, halt, das ist ja im OBS zu sehen, nicht im Browser. Naja. Mein Holy-Link ist übrigens in der Videobeschreibung zu finden, falls ihr mal einkaufen wollt. Oh, Holy Kuss. Mhm. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare. Danke für die Likes. Banger, dass wir im Moment so fett am Wachsen sind. Willkommen an alle Neuen. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann gleich live. Oder halt dann im nächsten Video am Montag. Oder vielleicht kommt am Wochenende noch was. Mal gucken. Haut da rein. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die